Was geht ab, Leute, und willkommen zu Hunger Games. Oh, Leute, ich bin absolut gespannt. Die anderen sind auch wieder am Start. Ich bin vor dir. Komm. Ja. Die sind auch wieder am Start. Digga, was machst du denn da? Ey, Max, warum machst du denn das? 20 Minuten später. Ich sag, die trollen jetzt nicht so hart herum. Yay! Klar. Nein! Nein! Oh mein Gott! Was ist jetzt? Oh mein Gott, Digga! Ey, Max, ist das dein Ernst, Digga? Heute geht es auch wieder um 100 Euro. Also wenn man verliert, muss man 100 Euro an den Gewinner zahlen. Und der Gewinner kann, wenn man sich das ein bisschen ausrechnet, bei 6 Leuten insgesamt, auf ganz entspannt 500 Euro gewinnen. Und da wir letztes Mal 100 Euro bezahlen mussten, weil Phil über uns abgekämmt hat, haben wir noch eine Rechnung offen, Leute. Wir haben noch eine Rechnung offen. Für jeden klar sein. Ich würde sagen, Hunger Games beginnt, Leute. Die Zeit ist gerade schon am Laufen. Wirklich, bevor man das missversteht. Nee. Ja, mach hin, du stotterst. Okay, Leute, let's go, Digga. Okay, let's go. Let's go. Ich würde sagen, Leute, wir fahren direkt ins Casino, machen da direkt dicke Welle, dass wir da vielleicht schon mal ein bisschen Geld haben, weil wir jetzt auch runtergefallen sind. So, wollen aber hoffen, dass wir jetzt erstmal richtig dick absahen. Schicke Audi, Digga, muss man sagen, ne? Aber wenn man die bekommt, kann man die leider nicht verkaufen. Und wir drehen jetzt direkt mal hier am Glücksrad. Ah, da sind direkt die 2A drin, Digga. Ob es jetzt so schlau war, am Glücksrad zu drehen, ich weiß ja nicht, Leute. Die wartet jetzt wahrscheinlich draußen und wir kriegen RP. Wir kriegen nicht mal Geld, Digga. Wir kriegen nicht mal Geld. Okay, wir gucken, was Max bekommt. Nein. Ach, Digga. Er bekommt auch RP. Okay, gut. Ein paar Sekunden später. Jetzt gib ihr! Zieh das Ding hier! 50.000! Nein! Nein! Er hat Klamotten gewonnen. Ah, wer freut sich denn nicht über Klamotten? Das ist doch das Beste, was man gewinnen kann. Das Beste, was man gewinnen kann, Alter. 3.000 bringt er nur bei Simeon. Ist aber gar nichts, Dimitri. Hat er schon eine Waffe? Wir haben noch leider noch keine. Wir verfolgen den mal. Komm, wir verfolgen den mal. Ich habe leider noch keine Waffe, Digga. Holen wir uns für 1.000 eine Waffe? Ich weiß nicht. Wollen wir den umfahren? Oh mein Gott, Digga. Sabotieren! Oh mein Gott, er hat schon eine Waffe! Er hat schon eine Waffe! Er hat schon eine Waffe! Nein, Digga! Oh mein Gott, ich dachte, er hat doch keine Waffe. Ich wollte ein bisschen mit ihm spaßen. Ey, komm, Bruder. Lass mich doch. Lass mich doch. Nein! Okay, scheiße. Oh mein Gott, Digga. Ah, wir sind wieder bei 0 Dollar. Das ist belastend. Weil ich hier ein bisschen rumspäßen wollte. Können wir hier die Bullen jetzt verkloppen? Weil wir eh kein Geld haben. Wollen wir es machen? Wir verkloppen die Bullen? Es ist riskant. Warum ist es riskant? Riskieren. Okay, Risiko eingegangen. Pumpgun und Pistole jetzt am Start. Oh mein Gott. Pumpgun und Pistole am Start, Digga. Snacks erstmal auffüllen, ihr wisst Bescheid. Das Polizeiauto werden wir jetzt auch nicht crashen, sondern wir werden das legit... Nein, Bruder, da ist der Wagen, den wir brauchen. Das ist der Simeon-Wagen. Das ist der Simeon-Wagen, Digga. Oh, Los Santos Customs, Bruder. Los Santos Customs. Rein, lackieren, raus. Ab geht's. Guck mal, Leute, wie viel Geld bekommen. 12.000 Dollar, Digga. AP-Pistole 5.000. Munition, 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 Munition. Und ich zeige euch jetzt mal, ich hoffe, es gibt's auch in dem Laden, was man sich holen kann mit richtig viel Geld. Was auch richtig gut sein kann, wenn der Gegner ein Sturmgewehr hat. Und zwar ist das bei kugelsicheren Helmen für 20.000. Wenn wir wirklich mal richtig viel Geld haben, holen wir uns irgendwann mal einen kugelsicheren Helm. Aber das können wir heute leider nicht machen. Das können wir machen, wenn wir viel Geld im Casino gewinnen. Bruder, der rote Wagen ist jemand. Ey, lauf, Bruder, der rote Wagen hier war jemand. Das war jemand. Ich. Lackier, mach ich. Mach ich, mach ich. Wo ist er hin? Ich sehe ihn noch, ich sehe noch, ich sehe noch, ich sehe noch. Er fährt da links, er fährt da links, er fährt da links. So wie der fährt, ist das jemand. Herzrasen schon mal. Okay, Scores ist schon mal wieder auf Null. Scores, Digga.
Und jetzt heißt es hier einfach nur kurz einen dicken Wagen abräumen, einen dicken Oschi. Fuck, Digga. Jemand macht mit. Wir verfolgen den Gelben. Der Gelbe bringt auch ein bisschen was. Okay, schnell Wagen wechseln, Leute. Schnell Wagen wechseln. Der bringt, glaube ich, auch 12.000 oder so. Weichschule hat Philipp erledigt. Mach die Luke auf! Hey! Digga, so ein Huhn! Solch ein Camper! Leute, soll ich die hier abfahren? Leute, soll ich die hier abfahren? Ich werde die auf dem Weg abfahren. Schmutz, Digga! Wir hoffen, dass keiner genau den gleichen Weg gehen wollte. Hier haben wir Los Santos Customs. Darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Dafür sind wir 3 Millionen Kilometer hier hergedüst. Um jetzt den Wagen zu ver... Warum können wir den Wagen nicht verkaufen? Leute, warum können wir den Wagen nicht verkaufen? Huh? Oh mein Gott, Digga. Als ob jemand genau hier ist. Als ob jemand genau da ist, wo ich bin. Halt's Maul. Wer war das? Als ob, Digga. Jemand hat genau den gleichen Weg gemacht, den ich gefahren bin. Und warum konnten wir den nicht verkaufen? Ich dachte gerade, der Wagen ist neu gespawnt. Ich bin durch halb Los Santos gedüst. Alter, jetzt habe ich aber ein ganz mieses Gefühl heute. Ach, er hat mich lange verfolgt. Als ob er mich lange verfolgt hat. Ehrlich? Direkt nach hinten geguckt und so. Lol. Lol, wer ist das, Leute? Oh mein Gott. Den wollte ich töten, Leute. Jetzt brauchen wir Aim, Leute. Hier. Was für Auto? Ich, alle 45 Minuten habe ich für Auto verkauft. Am Arsch. 14.000, Leute. Wo war denn hier nochmal der Waffenladen? Okay, wir brauchen Panzerung, Sturmschutzhinter. Schnell, schnell, schnell. Bap, bap, bap. 10K. Munition. Bup, 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 bup. AP. Munition. Panzerung. Chill ja, Bruder. Und das ist fies, wenn man hochfährt. Das können alle wieder campen. Okay. Hoch geht's, Mann. Hoch geht's. Könnte echt alles kritisch werden, Leute. Und ich will hoffen, dass vielleicht keiner auf der Strecke chillt. Ich schwör's euch, Leute. Ich fahre die jetzt auch nicht ganz normal. Ich fahre die jetzt einfach ein bisschen mehr undercover. Ein paar Vorsprünge machen und so. Ihr wisst Bescheid. So, und den Rest laufen wir, glaube ich, zu Fuß. Gigan anscheinend auch auf dem Berg. Und hat gerade Skurrus erledigt. Und Skurrus ist raus. Skurrus ist somit raus. Das waren die letzten 8 Minuten. So schlecht, ey. Ich wollte mich meine Snacks nehmen, meine neue Panzerung nehmen. Skurrus ist raus. Oder hat er nicht gemacht? Hat er nicht gemacht. Gigant, du kleine Sau, Digga. Hat er nicht gemacht. Okay, Gigant. Kriegen wir hin. Da ist jemand ein bisschen zu spät dran. Ich habe gerade einen gesehen. Der wird zu spät dran sein. Oh ja, Leute, der wird zu spät dran sein. Bei 30 Sekunden laufen wir los. Ja, das Auto. Und jemand will das Auto, glaube ich, wegparken oder so. Ich bin voll im Sandwich, mal ohne Helikopter. Ist echt fies. Da, ihr seht das Auto, ne, Leute? Ich bin ja nicht blöd. Ich sehe das Auto ja auch. Derjenige steigt jetzt aus und läuft zu Fuß weiter. Das heißt, wir müssen weiterlaufen. Hier hinten wird geballert. Man darf rufen, Leute, man darf rufen. Hello, you're through to Meriwether Security Consulting. What can I do for you? Your ammo drop has been scheduled. It will be with you soon. Boots, Digga, eingesammelt. Und Max noch gekillt, Leute. Wir haben gewonnen, Digga. Wir haben sie eingesammelt, Digga. Wir haben gewonnen, Leute. Bruder, wir haben gewonnen. 500 Euro, Digga. Boah. Leute, wir haben es geschafft. 2 Kills noch dazu. 3 Kills insgesamt. Ich habe einen Ruhepuls. Leider nicht mehr. Ich habe gerade den höchsten Puls, den man sich vorstellen kann. Kann man sehen, wie meine Hand zittert? Ich probiere jetzt mal gerade zu halten. Oh, scheiße, es geht nicht. Oh, Leute, Digga. Oh, Leute. Ihr habt es gesehen, Munitionslieferung eingesammelt. Molotow wird geworfen, Bruder. Oh, yeah. Oh, yeah. Ich hab nicht aufgehört zu spielen. Digga. Ja, aber ich...
Warum? Achso. Ich hatte auch einen Bug gehabt. Ich hatte Simon auch noch nicht verkauft. Nein! Ich hatte Bug, Digga, lass mich schon mal ausreden. Okay.